Ja, liebe Gemeinderäte, es tut mir leid, wir können leider nicht pünktlich anfangen. Der Herr Vizebürgermeister hat sich ein bisschen verspätet, es kann aber nicht lang dauern. Nächstes ein paar Sekunden, alle wird gleich da sein. Geh, Herr Amtsleiter, bitte das Protokoll von der letzten Sitzung. Dankeschön, ja, bitte durchschauen und unterschreiben. Ja, bitte rein, siehst du es schon da? Grüß euch! Tut mir leid, dass ich ein bisschen später komme, aber ich hab mit Herrn LH noch ein bisschen was besprechen müssen. Ich hab mit Herrn Heider dann auch noch bezüglich Tempo 100. Habe ich was versandt? Nein, da war ich noch nichts. Ah, passt. Gut, wenn wir jetzt vollzählig sind, können wir mit der Gemeinderatssitzung beginnen. Ich möchte euch herzlich begrüßen, auch die Zuhörer begrüße ich sehr herzlich. Ja, nachdem wir letztes Mal die Abstimmung wegen Neubau von dem Gemeindeamt nicht durchgebracht haben, müssen wir erneut abstimmen. Zuerst kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung. Das ist der Bericht vom Amtsleiter über den behördlichen Wirtshausbesuch. Der Amtsleiter, hat irgendwas gegeben beim behördlichen Wirtshausbesuch? Ja. Hat es was gegeben beim behördlichen Wirtshausbesuch? Ich glaube, ich hatte einen. Nein, hat es gegeben. Dann gehen wir den ersten Tag als Ordnungspunkt schließen. Nein, können wir nicht schließen. Nichts hat es gegeben, sagt er. Und wie es was gegeben hat, der Kreis der Saumüge, da hätte ich es eh er selber. Scheiden was, wenn er sich selber anzeigert. Weil ich habe nämlich das Ganze eigenhändig beobachtet. Die ganze Nacht bin ich gestanden und habe geschaut. Und komplett ruhig ist gewesen. Wie ist das der? Um 5 in der Früh mit einem Rausch dahergekommen ist. Ja, und dann ist er gleich hinter, blau hinter und dann hat er es eh schon gehört. Ja, sag mal, Amtsleiter, ja, stimmt das? Naja, also, du hast mich gefragt, ob es beim Gang ins Wirtshaus was gegeben hat. Jawohl. Ja, aber die hat mich nicht ausreden lassen. Ja. Ich wollte sagen, beim nach Hause weg oder hat es. Da hat es sehr wohl was gegeben, ja. Da habe ich abzahlen müssen. Ich muss dir vorstellen, Bürgermeister, wenn ich bei der Mauer vorbeikomme, sehe ich so eine verdächtige Gestalt und komme zu mir, sehe ich wie der oder der Hans, der ist mit einem Murztum Rausch beigestanden und hat ihn so einen Punkt angequatscht. Ich habe gesagt, Hans, bist du da narrisch, das kannst du doch nicht tun. Und genau in diesem selben Moment kommt Romano ums Eck gekommen und sieht uns zwei. Mann, ich stecke mit dem unter einer Dick. Ich mit so einem Tschechraten noch wirklich nicht. Jetzt hör endlich mit der Lügerei auf. Aber ich sag das. Ich werde die ganze Wahrheit unter die Leute bringen. Und wenn ich jetzt jeden einzeln hinfahren muss, das sag ich da. Bei der nächsten Gemeindenotswahl wird es alle miteinander die Rechnung präsentiert. Das versprich ich. Genau. Thank you.
hab ich durchs Untergrund bekommen. Schaut her, da liegt alles Untergrund begonnen. Da grüß ich, da grüß ich. Schaut her, da liegt alles Untergrund begonnen. Da grüß ich, da grüß ich. Schaut her, da liegt alles Untergrund begonnen. Da grüß ich, da grüß ich. Romana, Romana, den Spree mach mir hin. Romana, Romana, den Spree mach mir hin. Romana, you're the sick and kicks to me.